So, habe ich jetzt die Aufnahme abgebrochen, die Dings. Ja, scheinbar. Ja, dann ist dieses Replay jetzt auf YouTube in zwei Teilen. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte die lokale Aufnahme unterbrochen, nicht gestoppt. So ist es halt jetzt in zwei Teilen. Macht nichts. Es kam der Kampfzwerg gerade überraschenderweise kurzfristig vorbei und hat mir was geliefert. Super gut. Also One Gate Robo into Two Gate Forge. Und es ist ein PvP Goldliga, jawohl, genau, ja, Kanone Expansion. Aha! Also auch in den unteren Ligen wird jetzt hier schon eher expansioniert und solche Sachen nochmal. Und er weiß, ja, dass der Gegner hier ist und drei Gateways hat. Trotzdem spielt er. Die Echse. Und er macht sich hier safe gegen potenzielle Harassments mit dem Orakel oder auch Adepts mit Kanonen. In der Mineral Line. Walkgate ist durch. On the other side dauert es noch ein bisschen länger. Er hat natürlich jetzt hier mit dem Robotics schon halt einen etwas besseren Tech. Die Echse ist auch etwas früher. Deluxe, ja auch, naja, doch nicht ausgeglichen. Ha? Gucken wir uns das Spiel einfach an. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Gabachin hier aggressiv spielt. Mit seinen drei Gateways. Tut er aber nicht. Stattdessen gibt es jetzt noch sogar ein viertes und ein Upgrade. Schauen wir uns das einfach weiter an. Wir haben aber hier gerade Prisma irgendwie hier gesehen. Prisma, Prisma, Prisma. Ach, da ist es. Stalker Adept Zealot. Wo will er hinfliegen? Gucken mal, wo er hinfliegt. Ach, hier hinten. Ja, wenn auch ihr Replays habt, nicht wahr, meine Damen und Herren, ihr könnt sie gerne schicken an kontakt@mrpinktv.com oder im Chat einfach Ausrufezeichen E-Mail und das zweite Ausrufezeichen natürlich. Also, dann könnt ihr das, dann kriegt ihr die Nummer angezeigt. Dann könnt ihr da einen hinschicken und dann ja, wie gesagt, egal ob Legacy, Hots oder Wings of Liberty, Silber, Bronze, Gold, Platin, Terra, Zerg, Protoss, alles. Ah, mitten in die Kanone geworbt hier, das ist gar kein Problem, denkt sich hier Deluxe, aber das wird nicht, scheiße, die ganzen Units hier gehen kaputt. Ja, der Drop ging völlig da hinten los hier von Deluxe, das hat er nicht so gut gemacht. Das hat Gabachin hier wunderbar verteidigt hier. Oder was? So. Mal gucken, wer jetzt aggressiv wird. Und jetzt lost es auf jeden Fall eindeutig hier. Ein Prisma mit drei Units drin. Teuer, teuer. Und da hat er auch nicht wirklich was kaputt gekriegt, die Kanone hier. Die hat das ja hier gesaved. Und auch hier unten der Zealot hat auch nicht wirklich was gerissen. Schade. Also die Idee an sich war ja gut von ihm. Erst hier unten so ein bisschen was ausleihen und da oben auch noch. Wenn er eine Sentry drin gehabt hätte. Ich habe ja so eine Jeans, die hier so ein bisschen enger sitzt. Und wenn man halt hier so die Beine überschlägt, dann sitzt das stramm. Muss ich gerade nur so anmerken. Aber wenn man normal läuft damit, ist es okay. Mit dem Rad. Es ist ein bisschen hier unbequem. Wenn er eine Sentry dabei gehabt hätte in dem Prisma, dann hätte er hier die ausgeladen. Klack, Force Field in die Ramp, weil dann hätte er hier oben ausrasten können, bis der Arzt kommt, beziehungsweise lange wie er da die Rampe fieldet. Worker-mäßig jetzt aber Deluxe 8 vorne, 6, 7 vorne und der spielt ja haufenweise Adepts, Stalker, Immortelle und Blinge gibt es. Nein, es gibt hier dieses Gleven, Resonanzgleve. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Adepten um 45%, weil, ja, muss sein. Und hier gibt es Double. Und Bank Frenetetto hat gefollowt hier. Unfassbar. Ein neuer Follow. Ich danke dafür. Euch. Gestern ja auch 20 neue Follower oder so. Naja, 15. Aber trotzdem war es gut.
Und irgendein Verbrecher hat mir wieder so eine Karte an mein Auto geklebt. Sofort Bargeld und Abmeldung. Falls Sie Ihr Auto verkaufen wollen, jetzt oder später, dann rufen Sie mich bitte an. Ich bin jederzeit erreichbar, auch per SMS. Bundesweite Abholung, wie gesehen, ohne Garantie. Auch Motorschaden und Unfallwagen ohne TÜV-Cut, hohe Kilometer. Wir kaufen alle Arten von PKW, LKW und Busse. Ich zahle bis zu 200 Euro mehr als andere Anbieter. Dann schicke ich ihm nachher mal ein Bild von meinem Audi. Und sage hier, Klimaanlage, ABS, ZV, Servo. In einem wunderschönen 25 Jahre alten Audi 80. TÜV ein Jahr noch. Lass mal rausflattern, die Scheinchen. So, Deathstalker Immortal, jetzt nicht so unbedingt Standard. Ja, hier sieht das schon eher eine Menge Sentries, muss man sagen. Ach, wunderschön gemacht von Gabachin, die Immortal. Was machen die denn aber auch da vorne? Wie gesagt, das hätte vielleicht auch bei Star und Pajo vorhin ein bisschen was gebracht. Die haben zwar nicht gegen den Protoss gespielt, aber ein paar Force Fields hätten schon geholfen. So. Ja, die Adepts machen natürlich Kleinholz aus den Sentries. Und so schlägt sie gegen Immortal, sind die in der Masse auch nicht, weil der Immortal keinen Bonusschaden macht gegen die Jungs. Ja, und die ganzen Stakkaten hier noch als Zusatzfeuer und jetzt hier. Na, guck mal hier, wie sie alle stehen bleiben, die Adepts hier. Wunderschön, geil. Aber jetzt dreht es sich vielleicht doch noch. Wo bleibt denn der Warp-In von Deluxe? Ein Micro-Battle auf allerhöchstem Niveau. Wie gesagt, die Force-Fields am Anfang waren nicht schlecht. Schade, dass er hier kein Gateway dran hat. So, dass der Warp-In sehr lange dauert. Jetzt muss er hier schon mal aufpassen. Auch hier nett die Kanonen gebaut, meine Herren. Oh Gott, oh Gott. Deluxe haut ihm jetzt hier die Schnauze ein. Hat sogar doppelt expandiert. Ja, mit ihm die Echse killen. Jetzt kommen die Worker angefahren. Das ist natürlich ein besonderes Leckerchen jetzt hier gleich für die Adepten. Oh nein. Aber erstmal geht's auf den Nexus hier. Der Nexus ist wichtiger. Ah, ich baue neue Echse. Da kenne ich nichts. So, wie viel Worker hat er da gekillt? 24. Echse abgerissen, Army abgerissen. Selber dabei doppelt expandiert. Das war eigentlich schon, war gut. 130 APM in der Goldliga, da würde ich aber schon Schiss kriegen. Also war gut. War natürlich hier ein kleiner Fail, dass er da mit den Immortalen vorläuft auf die Rampe und dann sieht die sich forcefielden lässt, aber er hat den Fight ja auch so gewonnen. Pff. Scheiß die Wand an, denkt er sich. Mir doch egal. So, aber jetzt kommt nochmal ein kleiner Angriff hier von Gabachin. Der Micro jetzt sogar ein bisschen. Ja, aber jetzt ist Overcharge und dann. Das hat aber nochmal nett gemacht hier, da muss man auch mal sagen. Ja, aber jetzt geht drauf zu gehen, der will unbedingt das Prisma haben. Ja, ja. Schafft es aber nicht. Also das Prisma kriegt er, aber... So, ich habe mir gerade mal dieses Auto und Heini da im Handy eingespeichert. Unter Betrüger. Mal gucken, ob man den auch bei WhatsApp schreiben kann. Hey, schade. Sonst hätte ich dem nämlich mal ein Bild geschickt. Firma Schuhmacher. Na gut. Wir schauen mal, wie sieht's aus. Doppeltes Supply, 20 Worker vorne, 2 Basen mehr. Sieht gut aus für Deluxe, würde ich meinen. Hier oben fährt nochmal eine Probe. Weiß nicht, will er hier hinten Base bauen? Wir wissen es nicht. Ja, Upgrades läuft auch, hat gleich 2-1. Rappelt sich zwar hier nochmal so ein bisschen der Gaber oder das Gaberchen, aber es wird, glaube ich, nichts mehr.
Es wird, glaube ich, nichts mehr. Mass Adept. 52 Schaden gegen Light mit plus 2. Na, er sieht ja jetzt, dass er kommt. Ja, Observer hat es ja hier gespottet. Ja, schon mal Overcharge angeschaltet. Ja, hat das immer noch nicht so ganz gerafft, glaube ich, dass das hier ohne Pylonen am Nexus oder Pylonen am Gecko immer so lange dauert. Ja, diesmal werden Zealots vorgeschickt. Die Force Field ist diesmal nicht ganz so gut. Ja, 2-1 gegen 2-1, aber die pure Masse von Deluxe, er kann es sich ja leisten mit seinen ganzen Basen. Tja, und dann gewinnt er das Spiel. Es hat nicht ganz so gut angefangen mit diesem kleinen Drop, mit dem Prisma da. Das war jetzt nicht ganz so geil, aber danach unkonventioneller Stil hier mit Stalker Adept im PvP, aber es scheint ja zu funktionieren. Hm? Nett gemacht hier von Deluxe, kann man nichts anderes sagen. Junge, diese Blitzfontäne hier, die er in den Himmel schießt, das ist ja geil hier. Oder aus dem Himmel. Boah, fett. Ja, also ich danke euch oder ihm ja für dieses wunderschöne Spiel von Deluxe. Haha, jetzt werde ich mal kurz auf Klo. Klosett.